Öffnen wir mal das Spiel, würde ich sagen. Es fängt schon mal gut an. Es fängt schon mal sehr, sehr gut an. Aha, das ist dort. Das kann weg. Ja, ich will jetzt nicht neu starten. Ich will einfach nur dieses Spiel öffnen. So. Upp, upp. Weiß nicht, wie lange das lädt. Ah, guck mal, da kommt das doch. Ton habe ich jetzt tatsächlich noch nicht. Option, erstmal Ton einstellen. Ton hier. Und ja, ein bisschen Ton wollen wir haben, ne? Was das hier ist, keine Ahnung. Ob das der gesamte ist? Nein. Das ist ja der allgemeine Sound. Wir machen hier mal den Sound ein bisschen höher. Ich glaube, so ist das ganz okay, der Sound, ne? So vielleicht. Umgebung lassen wir auch ein bisschen runter. Grafik. Warum ist sie so weit unten? So, Fenstermodus lassen wir. Einstellung niedrig. Ultra, natürlich Ultra. Boop. Sichtweite machen wir auch ganz hoch. Oh, das können wir auch alles anmachen, meinetwegen. Hier. Sprache Deutsch. Nachtheit zensieren. Nacktheit zensieren. Das können wir mal reinmachen. Besser ist. An Gitter ausrichten, jo. Ja, so können wir das doch lassen. Okay, und dann starten wir das mal. Also, das Spiel heißt auf jeden Fall Crossroads Inn. Ich habe schon ein paar Mal versucht zu spielen. War auch immer ganz gut. Nur bei der Story kam es zu einem gewissen Punkt nicht weiter, weil es da leider noch verbuggt war. Jetzt haben wir aber schon mittlerweile den Patch 3.0. Und normalerweise sollte man jetzt davon ausgehen, dass man das durchspielen kann. Habe ich auf jeden Fall echt Lust zu. Ja, wir starten einfach mal. Delcris, a continent where three rival kingdoms are fighting for dominance and gold. For many centuries, one has always had the upper hand. Yorvel. With its prospering cities, it has the economic strength to challenge the trade power of southern Sambria. And with its city's high walls, it can withstand the military might of Untermarch, neighboring to the east. But the golden age of Yorvel is nearing its end. And a sudden tragedy, the death of the wise and just King Owen, marks the beginning of a new era. The kingdom is left without an heir, and everyone is whispering about foul play. But no one dares to say it aloud. And so Yorvel has to choose a new king, while the schemers in the capital look at the empty throne and see only a ladder. Prince Arthur Rockbury, a well-known debauchee, has cornered the Yorvale's wine trade. And in his life of pleasure, he has only one objective. To secure his privileged position by any means necessary. The dangerous Countess, Eliza Devon. As the king's mistress, she had an established position in the royal court. But now will align herself with anyone who will help her retain her status. The army's commander, Judine Montre, is a disciplined leader with unparalleled focus. For years, she would use every occasion to try to rekindle the conflict with Untermarch. And now she's been given the perfect excuse. The cunning Chancellor, Muvald Trovin, is the master of the royal treasury. He controls the movement of coin throughout the realm and will use every opportunity to enrich himself. Because to him, gold is power. Meanwhile, in a village at the edge of the kingdom where the trade routes cross, a young man prepares to take on the mantle of a local barkeep. Knowing nothing of his lineage, he cannot foresee the importance of his small tavern at the crossroads.
Crossroad Inn, vom Wirt zum König. Bisschen doof, dass der Untertitel nicht auf Deutsch war. War der nicht immer auf Deutsch uns? Oder, naja. Gäste und Ruf. In Extremfällen, wenn dir nur dein Ruf bei einer bestimmten sozialen Gruppe wichtig ist, kannst du die Gäste aus anderen sozialen Gruppen einfach hinauswerfen. Aha. Also Moment, ja, nehmen wir erstmal noch alle Gäste, ist ja klar. Später können wir mal schauen, ne? Aha. Bekümmerte, Mittellose sind relativ leicht zufriedenzustellen. Sie werden jedoch durch hohe Preise abgeschreckt. Owen the Great, the King of Yorvale, was found dead in his chambers. The whole kingdom went into mourning. His death surprised all. For until then, the king had enjoyed excellent health. It had been widely believed that his reign would be long and fruitful. The investigation was short, and the official statement declared heart disease to be the cause of death. But people knew. They remembered how the royal children had died in mysterious circumstances while still young. And so they started talking, albeit quietly, about a conspiracy to kill the king and his dynasty. Meanwhile, at the southeastern end of Yorvale, far away from the big world of politics, in a small town, a young lad was preparing to take over his uncle's inn. Martin Brevet was getting old, and he still had a few things he wanted to teach his nephew. Ich will nochmal doch kurz Option Grafik auf. Nicht auf Fenstermodus. Ich glaube, so ist ein bisschen angenehmer. Gut, fortsetzen. Müsste er doch eigentlich mit uns sappeln, oder nicht? Gute Neuigkeiten, ich habe es geschafft, den Müller zu überzeugen, die Hochzeitsfeier seines Sohnes in unserer Taverne zu veranstalten. Egal. Allein in unserer Taverne, da sage ich gleich noch was zu. Wunderbare Neuigkeiten, wir können endlich machen, was wir wollen. Warum konnten wir das vorher nicht? 5000 Gulden erhalten. Nice. Gute Neuigkeiten, ich habe es geschafft, ja. Seitdem habe ich eine Vorauszahlung genommen, um den Ausbau unserer Taverne abzudecken, sonst würde all diese Leute niemals hineinpassen und darum wirst du dich kümmern. Okay. Kannst nicht abwarten, lass uns beginnen. Also ich habe die Taverne vorerst geschlossen und niemand wird dich stören. Benötigst du meine Hilfe oder kannst du dich selbst darum kümmern? Machen wir das mit dem Guide? Doch, wir machen das mit dem Guide. Ich glaube, ich würde es noch so hinbekommen. Aber für andere, die das dann vielleicht sehen sollten, dass sie das dann nachvollziehen können. Ich benötige deine Hilfe. Okay, machen wir uns an die Arbeit. Zuerst müssen wir den Hauptsaal ausbauen, um ihn einige Plätze erweitern. Das sollte genug Freiraum für die Gäste sein. Gespräch beenden. Jo, du kannst in den Baumodus wechseln, indem du im Menü rechts die entsprechende Schaltfläche anklickst. Ehre. Wähle im Menü rechts den Baumodus, um ein Zimmer zu bauen. Im Baumodus kannst du durch Wählen eine Art aus der Liste neue Zimmer bauen, bestehende Zimmer ausbauen oder ausgewählte Zimmer entfernen. Aha. Wenn du die erste Bauoption links wählst, vergiss nicht, die entsprechende Zimmerart aus der Liste unter den auswählten auszuwählen. Schrankkammer, Unterkunft oder Hinterzimmer. Hinterzimmer, immer Hinterzimmer. Wenn du mir die Größe oder Form eines Gebäudeszimmers nicht zufrieden bist oder es einfach ändern willst, nutze die Werkzeuge zum Ausbau oder entfernen. Dieses findest du rechts, wenn du ein neues Zimmer brauchst. Alles klar? Mit dem Ausbauwerkzeug kannst du das Zimmer wählen, das du ausbauen möchtest. Das gewählte Zimmer wird grün hervorgehoben. Vergiss nicht, Türen zwischen den Zimmern zu bauen, damit deine Mitarbeiter Gäste sie nutzen können. Oh, nicer Teppich irgendwie, ne? In den anderen Reitern des Baumodus kannst du Fenster einbauen und Farbe der Wände und Böden sowie die Form des Dachs ändern. Diese Anpassungen sind rein kosmetisch und wirken sich nicht auf das Spiel aus. Für Glück, Gastwirt. Ja, aber ein bisschen schick aussehen kann das ja auch mal, ne?
So, wir machen hier mal. Ich will jetzt schon gerade wieder mit Enter auf Stopp machen. Wie bei Mathe Magic, so das ist halt jetzt erstmal drin. Wir können auch mal nicht nur von der Sicht gucken. Wir können nicht. Doch, wir können auch drehen sogar. Okay, doch. Können aber jetzt hier nämlich auf Pause machen. Dann steht hier immer, was wir gerade machen müssen und was passiert. Weiter dein Gasthaus. 0 von 4. Also 4 Sachen müssen wir erweitern. Ich habe jetzt auch komplett vergessen, was wir jetzt also sollen ausbauen, ne? Dann klickt man hier rein und dann können wir nämlich hier bup. Und dann müssen wir uns auf Play erstmal wieder machen. Ah. Jetzt lasst uns ein paar Tische aufstellen. Je mehr Sitzplätze zur Verfügung stehen, desto mehr Gäste können gleichzeitig bedient werden. Aber es fürs Erste sind 3 genug. Pass auf, dass du nicht über dein Budget hinausgehst. Ich mache das. Mindestens 3 Tische, ich bin dabei. Aber hier ist so viel Platz. Wir werden nur im Weg sein. Mindestens 3 Tische, ich bin dabei. Ich bin dabei, du bist dabei. Wir sind dabei, uns zu verlieren. Diesen Modus kannst du dein Gasthaus ausstatten. Wähle aus verschiedenen Objekten, die nach Sommerarten Kategorien unterteilt sind. Aha. Ah, guck mal, es gibt auch schon neue Tische, die kenne ich zum Teil nicht. Wähle ein passendes Objekt aus der Liste, platziere es auf dem Bodengitter und passe seine Position mit dem Pfeiltasten an. Alles klar schon. Hier, guck mal, das ist auch ein schöner, simpler Tisch. Würde ich sogar auch bei mir meine eigene Bude stellen. Scheiße. Da draußen wollten wir es nicht hinstellen. So. Und dann müssen wir natürlich... ist das auch ein Tisch? Können wir doch auch den langen Tisch nehmen. Komm, lass uns die wieder verkaufen. Ich will einen langen Tisch haben. Wie verkaufe ich? Da, verkaufen. Bup. Ich will einen längeren haben, ey. Gut. Das wollen wir doch alle. Aber wir sollen den gar nicht bauen anscheinend. Okay. Dann bauen wir den. 1, 2, 3. Da du einen Tisch aufstellst, brauchst du auch Bänke. Nur gewöhnliche Bänke, nicht komisches. Stelle ein paar davon auf, mindestens 1 oder 2 pro Tisch. Stell sicher, dass du dem Tisch gegenüberstehen und sich an sie anschließen. Ah, okay. Etwa 4 gewöhnliche Bänke. Ich bin dabei, Onkel. Ich bin dabei. Ein Möbelstück, auf dem Gäste sitzen können, muss neben einem Tisch platziert werden. Wer das korrekt platziert, leuchtet der Tisch grün auf. Alles klar. Achte darauf, es genug Platz zwischen den Objekten zu lassen. Objekte dürfen einander nicht berühren. Mhm. Ah ja, okay, das darf man nicht so machen. Eher so. Alles klar. Achte beim Platzieren von Objekten auf die Markierung. Die Umrandung, grün, rot oder weiß, zeigt, ob das Objekt korrekt positioniert ist. Außerdem siehst du die Position des Charakters, der das Objekt verwendet. Eingesperrte Gäste geraten in Panik und demolieren Objekte. Wende das Entfernen oder das Handmodus-Werkzeug, um ihnen zu helfen. Wenn du Strong gedrückt hältst, kannst du ein Objekt präziser bewegen. Aha. Falls du ein Objekt falsch platziert hast oder es ersetzen willst, gehe in den Einrichtungsmodus und wähle Entfernen in der rechten unteren Ecke des Fensters. Klicke dann mit deinem linken Maustaste auf das Objekt, das du entfernen willst. Okay. Dann nehmen wir jetzt hier mal so eine einfache Bank. Was ist das? Langbank. Ist es nicht immer schlauer, eine Langbank denn zu machen? Wo ich das auch perfekt schon so gemacht habe, dass da immer 2 nebeneinander passen. So als wenn ich irgendwie das schon mal gespielt hätte. Wenn ich kommt das rüber. Ich habe mir überlegt, es ist ein bisschen dunkler hier drinnen. Es ist ein bisschen dunkel hier drin. Oh. Besser einen Kerzenhalter aufstellen, sonst könnten sich die Leute gegenseitig stechen, statt das Essen. Okay, ich werde einen Kerzenhalter aufstellen. Kommt sofort. Wir sind immer positiv, immer den Daumen hoch machen wir. Objekte, die Umgebung erleuchten. Manche Beleuchtungsarten erfordern zusätzliche Ressourcen wie Kerzenfett oder Brennholz.
den will ich ja haben, dann mit den. Wo das in den Hörnern so drin ist, super geil. Einen Dekorationsreiter des Einrichtungsmenüs findest du Beleuchtung und Objekte, die beeinflussen, wie die Gäste den Gasthaus wahrnehmen. Alles klärchen. Dann müssen wir hier die jetzt. Dann nehmen wir dann natürlich die hier an. Einlegen. Aber die sind natürlich günstiger. Was brauchen wir hier? Brauchen wir Kerzen? Überall eigentlich Kerzen. Das muss man relativ häufig sauber machen. Ist dafür aber stabil und sieht gut aus. Dann nehmen wir das doch. Ist jetzt eh jetzt noch egal. Aber seht ihr noch, warum das egal ist. Es ist fast fertig. Nimm einfach das Fass und stelle es in der Nähe der Theke auf. Es dient zum Servieren von Getränken und wir möchten nicht zu viel Zeit damit verbringen, hin und her zu rennen. Bring das Fass. Verstanden. Ich werde es holen. Ein Fass ist ein Lagerobjekt. Fässer sind die einzigen Objekte, in der Flüssigkeiten wie Wasser oder Alkohol gelagert werden können. Im Kontextmenü kannst du entscheiden, welche Art von Ressourcen in jeder deiner Fässer gelagert wird. Lagerst du dies nicht fest, lagern die Mitarbeiter selbstständig Ressourcen in die Fässer. Kann man auch Wasser und Bier dann mixen? Wisst, wegen ein bisschen Kosten einsparen. Okay, ich soll ein Fass aufstellen. Einfaches Fass. Das stellen wir hier einfach mal so in die Abstellkammer, würde ich mal behaupten. Oh. Gut gemacht. Wir können noch ein paar Dinge hinzufügen, aber insgesamt sieht es ziemlich gut aus. Ja, sieht besser aus als jetzt zuvor auf jeden Fall. Nun, ich sehe, dir fehlt es heute nicht an Begeisterung. Dann mache ich dich an die Arbeit. Hol dir deine Belohnung im Wirt-Tagebuch. Und wenn du fertig bist, lass es mich wissen. Es gibt noch etwas, worüber ich mit dir sprechen muss. Ach du dicker Aal. Wenn du nicht weiter weißt, klicke auf die Ausgabenreiter in der linken unteren Ecke. Dort findest du einen aktuellen Aufgaben. Genaue Beschreibung der Aufgaben gibt es im Gastwirt-Tagebuch. Im Gastwirt-Tagebuch kannst du Belohnung für abgeschlossene Aufgaben abholen. Vergiss nicht, das regelmäßig zu tun. Ein Stern beim Symbol des Gastwirtstagebuchs bedeutet, dass eine Belohnung für eine abgeschlossene Aufgabe verfügbar ist. Okay. 1000 Gulden. Ich komme auch mit dem Begriff Gulden nicht so richtig klar, muss ich sagen. Oh, warum tappt man denn jetzt hier mal direkt komplett raus? Das ist ja nervig. Das ist ja richtig nervig so. Naja. Ist denn so? Weiß ich noch nicht, ob ich das vielleicht doch ändern noch. Ja, haben wir gemacht. Jetzt sollen wir ihn ansprechen und ihn das wissen lassen. Du hast alles sehr gut gehandhabt. Da du jetzt erwachsen bist, möchte ich dir diese Taverne überlassen. Von jetzt an wirst du sie verwalten. Martin, danke. Ich freue mich so. Ich freue mich doch so. Da du die Taverne leiten wirst, warten viele schwierige Gespräche auf dich. Es würde sich lohnen, einige erhabene Dialogtechniken wie Redekunst, Täuschung, Einschüchterung, Leidenschaft oder Weisheit anzuwenden. Ich weiß nicht, ob deine Begeisterung von deiner Sensibilität herrührt oder ob du mich nur süß reden möchtest. Aber ich bin sicher, Redekunst und Leidenschaft sind dir nicht fremd. Das ist oft ein guter Ansatz, aber manchmal lohnt es sich, auch andere Fähigkeiten einsetzen. Kommst du damit klar? Martin, könnte ich damit umgehen, wenn ich so einen großartigen Lehrer hätte? Ich brauche solche Tricks nicht. Mir ist gut, solange ich die lohne. Mich fürchten. Natürlich kann ich damit umgehen. Ich habe all diese Techniken und mehr gemeistert. Ich bin der festen Überzeugung, dass mir kein Hindernis im Wege steht, wenn meine Worte direkt aus meinem Herzen kommen. Jedes Problem kann gelöst werden, wenn man rational vorgeht. Und dann steht hier ja immer schon die Prozentanzahl, wie das so klappt. Dann machen wir einfach mal das. Ach, du musstest wirklich nicht. Entschuldigung. Entschuldigung, da ist etwas in mein Auge. Oh Gott, du überreagierst. Das Wichtigste zuerst, du wirst nie sicher sein, ob eine bestimmte Technik funktioniert. Je mehr du sie verwendest, umso effektiver wird sie.
unabhängig davon, ob sie erfolgreich war oder nicht. Menschen reagieren möglicherweise unterschiedlich auf bestimmte Techniken. Daher ist es wichtig, mehr als eine zu verwenden. Du kennst mich gut, deshalb fällt es dir nicht schwer, mit mir zu sprechen. Aber andere werden nicht so einfach sein. Also gut, wann lässt du mich mit jemandem anderen sprechen? Das Ausrufezeichen über einem Charakter zeigt an, dass du mit dieser Person sprechen kannst. Durch Gespräche erfährst du mehr über die Welt und die Bedürfnisse der Charaktere. Während eines Gesprächs kannst du manchmal Gastwirtfähigkeiten anwenden. Diese sind Weisheit, Leidenschaft, Täuschung, Redekunst und Einschüchterung. Die Chancen, Gastwirtfähigkeiten erfolgreich anzuwenden, berechnet sich aus der jeweiligen Schwierigkeit und der Stufe der Fähigkeit. Die Stufe eines Gastwirtsfähigkeit erhöht sich mit zunehmender Anwendung. Aha. Bewegst du den Mauszeiger über den Dialogoptionen der Gastwirtfähigkeiten erfordert, werden die Erfolgschancen und möglichen Ergebnisse angezeigt. Ah, jetzt kommt er hier wieder. Was ist er nicht für ein Wagen hier? Oh, Rockberry, ey. Den mögen wir schon mal nicht, würde ich sagen. Gut getroffen, Gastwirt. Ich habe gehört, dass du den Hauptsaal erweiterst. Das kann nur eines bedeuten. Du hast den Müller davon überzeugt, die Hochzeit seines Sohnes bei dir zu veranstalten. Und wenn das der Fall ist, brauchst du Alkohol. Wie viel Fässer Wein soll ich dir bringen? Und wie viel kostet uns 6 Fässer? Fragen wir erstmal jetzt ganz direkt. Endlich eine Stimme der Vernunft. 6 Fässer für beispielsweise 12.000 Gulden pro Fass. Insgesamt also 72.000 Gulden. Runden wir es auf 70 ab. Holla, ist doch easy. Den mögen wir nicht. Es tut mir leid, dass du... Also wie viel? Auf keinen Fall können wir so viel Geld aufbringen. Es tut mir leid, das zu hören. Aber du hast keine Wahl. Seit König Owens Tod gibt es neue Regeln. Ich bin der Einzige, der den Handel in Ost-Jorvale regelt. Der Wein wird aus meinem Kellern kommen oder es wird überhaupt keinen Wein geben. Also was soll es nun sein? Verehrter Prinz, wenn ihr die Handelsfreiheit behindert, belästigt ihr jeden Bürger in der Domain. Und jetzt müsste der auch die Prozentzahl 80, 85, 75, ah, guck mal hier, 85 bei. Es wäre mir eine Ehre. Leider können wir einfach verwirrte uns edles Getränk ihrer Majestät nicht leisten. Komm, mach mit dem. War gut. Ist das so? Naja, vielleicht ist der Preis ja in der Tat etwas steil, aber der beste Wein in der Umgebung hat es verdient. Der einzige Wein in der Umgebung. Nun, ein einfacher Wirt wie du soll die Entscheidung von Personen mit hohem Status nicht in Frage stellen. Lebt wohl. Gespräch beendet. Das ist jetzt eigentlich noch nicht ganz so positiv. Verdammte Rockberry, wie hat er es geschafft, dieses Monopol aufzuziehen? Wenn er wirklich Exklusivität im Handel mit Alkohol hat, wird es echt schwierig sein, Alkohol zu fairen Preisen zu kaufen. Ich bin sicher, wir werden eine Lösung finden. Warum kümmern wir uns um ein kindisches Anliegen? Finden wir noch jemanden anderen, der uns Wein verkauft? Ja, würde ich sagen. Also ist vorbei, wir müssen die Hochzeit absagen. Es ist direkt eingeschnappt. Kein Alkohol, das war's. Warte, ich könnte einen Weg haben. Wir brauchen eine Nachricht. Tafel. Ich möchte, dass du eine Nachrichtentafel aufhängst, die besagt, ein Kuckuck ruft immer dreimal. Mhm. Ein Kuckuck, was? Okay, ich vertraue darauf, dass du weißt, was du tust, Martin. Und dann was? Deine Vögel bringen uns den Schnaps? So ähnlich, aber genauer die Barry. Ich habe mit ihnen Geschäfte gemacht. Ich frage mich, ob das noch funktioniert. Es gibt nur einen Weg, um das herauszufinden. Legen wir los. Sie kann Passanten anregen, das Gasthaus zu besuchen. Später im Spiel gewährt sie Zugriff auf Abenteuermissionen. Im Story-Modus sind auf Pinnwänden manchmal geheime Nachrichten zu finden. Okay. Okay, dann stellen wir das mal. Was macht dieser Wagen hier? Der packt doch da rum, oder was? Wo stellen wir das denn hin? Ja, nicht vor dem Schild eigentlich. Eigentlich so daneben, ne? Aber nicht vor dem Fenster. Machen wir das hier. So machen wir das. Das ist doch cool. Über die Kontextmenü kannst du die geheime Nachrichten auf dem Pinnwand hinterlassen. Okay.
Geheime Notiz. Warum ist sie nicht sauber gemacht, alter Mann? Was soll das? Mach hier sauber jetzt. Kannst du das jetzt als nächstes bitte machen? Ja, hab ich. Kannst du mal loslegen? Guck mal, wir können auch ein bisschen schneller machen. Müsste das eigentlich gleich machen. Warum ist das da eigentlich noch rot? Was heißt das, wenn das da rot ist? Sind die doch irgendwie eher so stehen, oder was? Ach, guck mal, jetzt geht's. Habe ich die Bänke vielleicht falsch hingestellt? Ja. Die Bänke falsch hingestellt. Schade, dass man jetzt nicht beides alles auswählen kann. Nur doch, jetzt geht's. Guck mal. Ja. Mach mal die Nachricht jetzt fertig, da. Amna Koidem. Da steht er. Innenkeeper Hand Mode. Aha. Achso, guck mal, dann kann ich den hier so verschieben. Muss doch kurz mal überlegen, wo ist er? Wie sieht er eigentlich aus? Das ist Maiden. Du sollst das nicht machen. Du sollst das hier als nächstes machen. Kann man da nicht auch irgendwie Prio sagen? Eindrücksmodus, Mission, über. Nee. Naja, jetzt macht er das doch aber, oder? Hä? Er hängt die Nachricht hier ja nicht auf. Erstmal loben den Hal. Aber dann wäre eigentlich ganz nett, wenn du dich mal um die Arbeit kümmerst, die ich dir gerade gesagt habe, Alter. Ich weiß nicht, was ich jetzt hier noch angeklickt habe, aber Diki, mach das mal bitte hier. Warum macht er das jetzt nicht? Steht die Tafel da blöd oder so? Nein. Stellen wir das mal dahin. Irgendwie macht das nicht, würde ich sagen. Ah, jetzt macht er das. Sehr gut. Oh, wäre cool, ne? Jetzt gleich am Anfang schon verpackt, also. Du kannst Rufpunkte erhalten, indem du die Erwartung der Gäste erfüllst. Je mehr Gäste du zufriedenstellst, desto mehr Rufpunkte erhältst du. Mhm. Okay. Mit der Verbesserung des Rufes steigen auch die Erwartungen der Gäste. Zu Beginn erwarten sie nur einfache Mahlzeiten und Dienstleistungen, aber mit der Zeit wachsen sie ihre Ansprüche. Du kannst deine Gäste zufriedenstellen, indem du besondere Zimmer und Badezimmer haust und baust und dein Gasthaus ausstattest. Im Technologiebaum im Gastwerttagebuch kannst du Rufpunkte ausgeben, um neue Möbel, Funktionen und mehr freizuschalten. Dort kannst du auch dein Gasthaus benennen. Können wir ja mal machen gleich eigentlich, ne? Schalte eine neue Sozialgruppe frei, aha. Aha, dann muss ich das hier so, bub. Das nennen wir zum, nennen wir das, ich würde sagen, wir nennen das... Ah, ich habe einen richtig guten Namen. Zum durstigen Gast. Böp. Können wir uns eigentlich auch noch umnennen? Nö. Das haben wir aber schon hier. Jeder Gast in General, das haben wir schon. Wirkt sich das positiv auf den Ruf innerhalb seiner Sozialgruppe und auf den Einfluss in seiner Heimatstadt aus. Zudem verbessert sich dadurch dein allgemeiner Ruf ein wenig. Mittellos? Ja, das kennen wir doch.
Gesetzlose machen? Machen will man lieber nicht wissen. Daran sind sie sich die meisten Leute. Okay. Egal wie dubios die Einkommensquellen der Gesetzlosen auch sind, man darf nie vergessen, dass auch Mitglieder dieser sozialen Gruppe einen Ort zum Essen, Trinken und Entspannen brauchen. Das grundlegendste und wichtigste Bedürfnis der Gesetzlosen ist Alkoholstelle, also sicher, dass genügend Getränke in den Fässern sind und dein Mitarbeiter sie pünktlich an die Tische bringen. Leider ist die Sozialgruppe für ihre Unbeherrschheit. Denke ich mal. Unbeherrschheit. Oh. Bekannt. Je mehr Gesetzlose unter den Gästen sind, desto höher das Risiko von Raufereien und Schäden am Gasthaus. Ach. Dass der hier immer raustappt, ne? Das ist immer nicht so gut. Wenn wir nur die Zeit verkürzen können. Jetzt müssen wir noch warten. Warten ist die schwerste Aufgabe von allen. Ich hasse es, warten zu müssen. Wenn wir nur die Zeit verkürzen könnten. Ja, können wir doch. Können doch schneller vorspulen oder was? Im Anzeigebereich in der linken oberen Ecke findest du grundsätzlich Informationen über dein Gasthaus. Okay. Im oberen Teil siehst du, wie viel Geduld und Rufpunkte durch das Sternsymbol hervorgehoben. Manchmal betone ich es auch komplett behindert, ne? Darunter findest du die Anzahl der Gäste, die momentan im Gasthaus sind, und den verfügbaren Klatsch. Okay. In der mittleren Reihe des Anzeigebereichs wird der Ruf bei den 5 sozialen Gruppen angezeigt. Die Summe ergibt dabei immer 100%. Die Wahrscheinlichkeit, dass dein nächster Gast einer bestimmten Sozialgruppe angehört, entspricht dem Ruf bei der jeweiligen Gruppe. Mit Tasten unter den Anzeigenbereich kannst du die Zeit verlangsamen oder beschleunigen. Mit den Pfeiltasten oben und unten kannst du zwischen Etagen wechseln. Du kannst das Spiel jederzeit pausieren. Nutze die Option, um zu überprüfen, ob Objekte korrekt positioniert sind und um mehr über die Vorlieben deiner Gäste zu erfahren. Beschleunige die Zeit, um die Wartezeit für den Bau eines neuen Zimmers zu verkürzen. Okay. Machen wir das.